Hallo zusammen, willkommen zu Serie 2 von 3 der Rocket Monatsmission, gespielt jetzt am Montagabend. Ja, und die meisten von euch werden es gesehen haben, die ersten 12 Spiele sind mir nicht besonders gut bekommen. Ein teures Spiel verloren, ansonsten wenig Material und das heißt, ich stehe jetzt schon mit dem Rücken zur Wand. Also die taktische Maßgabe hat sich ja auch schon ein wenig geändert. Wenn ich denn vorher mit einer kontrollierten Offensive in das Turnier rangehen wollte, muss ich jetzt hier schon einen Zahn zulegen. Also richtig Gas geben und das sieht man hier auch schon in dem ersten Spiel. Mit drei Foulen hätte ich den Null normalerweise wohl nicht gereizt, aber wenn es eben die Situation erfordert, dann muss ein Skatspieler eben tun, was er tun muss. So, ich komme aber hier nicht ran. Spieler 1 spielt Grang und das ist natürlich auch klar. Die beiden Mitspieler hier am Tisch, die sind genauso gekniffen wie ich. Es wird hier nach Punkten gesetzt, also die müssen ebenso was tun und das ist natürlich in so einer Situation nicht unbedingt eine gute Nachricht. Denn wir sehen es hier, Spieler 1, der hat jetzt hier offensichtlich auch einen Grang gereizt, der nicht so ganz lupenrein war, ne? Um es mal vorsichtig zu sagen. Bestellte Kreuz 10 ist ihm gleich hochgespielt worden. Buben kommen verteilt. So, Karo 10 fehlt ihm auch noch. Und Herz Ass hat er auch nicht. Also nur zwei Asse in der Hand. Pik Dame auch noch im Abtrag. Also zwei hohle Asse in der Hand, zwei Buben, eine bestellte 10. Ja, das Ding muss nicht funktionieren. Das kann auch mal dusseliger laufen, aber wir haben es hier gesehen, lief alles zum Besten und damit gewinnt der Spieler hier. Was ist jetzt los? Jetzt nimmt er hier noch eine kleine Auszeit. Das will ich euch natürlich nicht verheimlichen. Beim Online-Skat kann es ja mal passieren, dass jemand mal kurz die Verbindung verliert. Aber jetzt geht's weiter. Pik Ass hatte er natürlich und jetzt kommen noch die Karo Stehkarten. Also ein Grang, den man wohl in dieser Situation hier losmachen muss. Und damit hat Spieler 1 eben hier auch die Vorgabe gemacht. Der weiß auch, zwei Buben, zwei Asse. Die kann er hier nicht laufen lassen. So, schaue ich mal, ob ich hinten irgendeinen vollen vielleicht freispielen kann. Zumindest habe ich den Spieler offensichtlich schon mal an einer empfindlichen Stelle getroffen, dass er direkt den Kreuz Buben zieht. Gut, okay, vielleicht wollte er auch nur verhindern, dass Herz 10 gestochen wird, denn er hat offensichtlich 6 Trumpf, Herz Ass und 10 blank. Ja, gut, da er kein Karo hat, wird er noch 2 Pik haben. Ne, dann können wir natürlich nicht gewinnen, das Spiel. Hat er die Pik 10 oben? Ne, die hat er sogar gedrückt. Gut, dann robben wir uns hier mal ganz steil aus dem Schneider und harren jetzt der Dinge, die kommen sollen. Ja, nee, also irgendwie, es ist der Wurm drin, er war drin und er bleibt drin. Hier sieht man es irgendwie schon, wenn dann nach drei Spielen noch nichts passiert ist und du eigentlich viele Punkte brauchst, ja, dann geht so langsam, dämmert dir oder mir, dass das wohl heute mal wieder nicht mein Turnier ist. So, aber konzentriert natürlich immer weiterspielen, immer das versuchen, das Beste aus der Karte rauszuholen. Vier Trumpf dagegen, Herz wurde gestochen. Und jetzt bietet mein Partner Kreuz an, was auch gestochen wird. Also logischerweise hat Spieler 2 nur zwei Farben, Karo und Trumpf. So, wo ich vier Trumpf dagegen habe, wird es wahrscheinlich dann der Sechstrümpfer sein. Fünf Trümpfer mit 5 Mark Karo an der Seite wird auch sehr ungewöhnlich. Hier sehen wir die Bestätigung. Ja, das eine Auge kann ich hier schon aufgeben, bedenkenlos, denn meine Trumpfdame wird gleich immer noch den Stich machen. So, und wenn jetzt nicht Karo komplett geschlossen ist, dann werden wir wohl auch gewinnen. Und das sieht nicht so aus. Karo König natürlich ein ziemlich durchsichtiger Bluff. So oder so muss ich hier wimmeln. Wenn mein Partner die 10 nicht hat, dann können wir ja ohnehin nicht gewinnen. Ja, und jetzt würde ich sagen, kann der Spieler noch einen Stich irgendwo einsacken? Das dürfte ihm aber an sich nicht reichen. Ja, da hat er noch einen Stich gemacht. Guck mal, wenn mein Partner Kreuz 10 weitergespielt hätte, hätte er gar nichts mehr bekommen. Aber er verliert hier mit 50 Augen. Ja, ihr seht hier auch übrigens neues Design. Ich hoffe, es gefällt. Das hatte ich vor 2 Tagen noch nicht komplett fertig. Jetzt ist es da und man kann gerade noch so sehen. Spieler verliert mit 50 Augen, minus 44. Und das ist doch alles, was wir hier wissen wollten. Ich glaube, das
können wir hier so ganz gut alles überschauen und meine Position im Bild ist, denke ich, ganz passabel. So, und jetzt habe ich hier, würde ich mal sagen, im vierten Spiel das erste Mal ein Blatt, was ich mir natürlich nicht wegnehmen lasse. Drei Asse, eine passende 10, 2 Buben. Herz 10 noch drin, damit kann ich jetzt dann auch mal einen Grang vortragen. Es ist ja nicht so, dass nur die Gegner diese Grangs spielen können. Mit dem richtigen Material klappt das hier bei mir auch. So, erstmal geschnippelt, das war schon mal erfolgreich, sehr erfreulich. Buben kommen auch. Gut, dann ist natürlich sehr wahrscheinlich die Kreuz 10 noch besetzt. Um also die besten Schneiderchancen zu haben, ziehe ich hier erstmal die Einschubkarten raus, Karo Ass 10, und gehe jetzt Pik oben unten vom Stich, denn jetzt fehlen überhaupt nur noch zwei volle Herz Ass und Kreuz 10. Kreuz 10 sitzt ja bei Spieler 2, werfe ich jetzt hier also ab, und damit ist der Grang mit Schneider gewonnen. Ich hätte hier natürlich auch stechen können, keine Frage. Allerdings war eine Verteilung, wo alle Herz in einer Hand sitzen, zu dem Zeitpunkt, denke ich, auch nicht mehr möglich, zumindest nicht mehr realistisch. Ja, das war erstmal ein kurzes Aufflackern. Jetzt habe ich hier wieder so einen gemischten Gemüsegarten aus vielen Damen und Königen. Auch noch ein paar Luschen dabei. Also, da lässt sich ein Süppchen draus brauen, aber für einen Skat ist das natürlich nicht besonders erbaulich. So, mein Versuch hier mit der kürzesten Farbe eben meinen Partner anzuspielen, in der Hoffnung, dass ich dann meinen Karo-Buben auf Kreuz verstechen kann, aber ist natürlich alles Spekulation. Vielleicht ist es auch gar nicht möglich, den Partner zu treffen, weil der Spieler entweder alle Asse selber hat oder die Farbe stechen würde. Hier Pik wäre eine Idee gewesen. Und jetzt schnell aus dem Schneider raus. Aber selbst wenn der Partner dann übernimmt, ist es natürlich auch fraglich, ob er dann Kreuz trifft und ob der Karo-Bube dann also hier zum Einsatz kommt. Das ist doch relativ selten der Fall, auch wenn man es natürlich erhofft. So, mein Partner hat jetzt hier gegen den bestellten Kreuz-König noch mit der 10 geschnippelt. Schön und gut. Dann wird der Spieler natürlich hier abschmeißen. Wir kriegen zwar ein paar Bilder mehr, dafür ist die Kreuz 10 weg, war aber alles wieder mal völlig uninteressant oder unerheblich. 71 Augen, der Spieler gewinnt eben ohnehin. Sechstes Spiel und ich habe nichts. Natürlich Herz. Da können wir natürlich wenig bei tun. Mal gucken, ob ich meinem Partner hinten was öffnen kann. Karo war gereizt, gleich die Stechfarbe gefunden. Gut, dann wechseln wir die Farbe. In Karo fällt ja sonst der volle, das muss ich gar nicht riskieren. So, und da habe ich meinen Partner ganz gut in Szene gesetzt, denke ich. Mit dem Pik König macht er einen Stich, aber nein, das war Luxusprobleme. Der Alleinspieler steht auf Ass 10 Dame und einen blanken Ass an der Seite, spielt uns also trotz des Pikstiches, den er gar nicht unbedingt abgeben muss, Schneider. Ja, das sind dann die Momente, wo man eigentlich sagt, puh, ob ich da nur mitgespielt habe oder nicht, das Spiel war einfach ein Selbstläufer. Aber dann wiederum kommen die Momente wie dieser, wo man dann selber dazugreifen kann. Aber die Findung, so lala, natürlich der siebte Trumpf in Kreuz drin, aber mit drei Assen und zwei Buben willst du ja eigentlich zum Grang finden, ne? Und diese Verstärkung war nicht dabei, das lohnt sich jetzt nicht, dann versuchen wir lieber den Kreuz jetzt hier Schneider zu spielen, als so einen grottenschlechten Grang zu taufen. So, Buben wären zwar verteilt gekommen, aber die an sich entscheidendere Karte, die bestellte Kreuz 10 oder beziehungsweise die Kreuz 10 war nicht blank, deswegen wäre der Grang wohl durchaus ein bisschen tricky geworden. Und das heißt jetzt natürlich auch, dass hier der Schneider nicht geklappt hat, aber gut, 24 Punkte. Wir sind schon über die Hälfte der Gesamtstrecke raus. 12 Spiele, jetzt das 8. Spiel, also das 20. gesamte Spiel von 36. Ja, und in der ersten Runde hatte ich knapp 100 liegen, jetzt 200, also
etwas über 300 Punkte, das ist Schonkost, das ist absolute Schonkost. Da müssten jetzt gleich wirklich mal die richtig großen Karten losgehen, und ich treffe hier auch nicht gut. Ich meine, es ist eine unübersichtliche Situation, es ist ganz klar, dass man hier versucht, auf eine 10 zu schneiden, um irgendwie zu gewinnen, aber auch das war uns hier nicht vergönnt. Mein Partner hat noch im Vertrauen die Kreuz 10 dazugelegt, und der Alleinspieler schnappt sich die fette Beute. Ja, und damit würde ich sagen, wird es hier wieder ein Schneiderspiel. Zumindest langt uns hier der Pik König noch nicht. Den halte ich nochmal zurück, in der Hoffnung, damit dann noch irgendwie rauszutoben. Wobei, nein, es klappt nicht, und das hatte ich auch nicht wirklich vermutet. Aber andererseits, bei, ob wir nun, ob der Spieler nun mit 97 gewinnt oder mit 93, das macht auch keinen Unterschied. Eins kann man sagen, es ist wieder ein schönes, schnelles, geschmeidiges Spiel. Die Vorteile des Online-Skats werden hier voll ausgespielt. Und ein Vorteil ist ja auch, wenn die Karte so richtig mies mal läuft und du schon relativ schnell so ein bisschen frustriert bist, dann ist es auch schön, wenn so eine Serie schnell vorbeigeht. So, jetzt aber hier nochmal Aufmerksamkeit, denn was wir hier sehen, ist, dass mein Partner erst das Trumpf Ass in der zweiten Trumpfrunde gelegt hat, und das ist ungewöhnlich, das deutet auf vier Trümpfe hin. Warum sonst sollte er diesen vollen schonen? Ohne Reizung kann das Ass in Gefahr kommen, und deswegen habe ich jetzt hier ein bisschen länger überlegt, habe dann rausgenommen, und jetzt mit dem Herzbuben versuche ich, meinen Partner anzuspielen, in der Hoffnung, dass der direkt übernehmen kann und den letzten Trumpf auch noch abziehen kann. Beispiel 1. Denn wenn der diese vier Trumpf hat, dann hat er wahrscheinlich zwei Drillinge dabei, Herz Ass zu dritt, und dann vermute ich eben nochmal Kreuz Ass zu dritt. Dann wird er wahrscheinlich gar keinen Pik haben. Soweit jetzt erstmal meine Überlegung. An dem Karo Buben kann man jetzt allerdings wohl schon sehen, dass mein Partner nicht alle Stiche jetzt machen kann, also nicht einfach übernehmen kann. Denn die Trumpf 10 vermute ich jetzt noch beim Alleinspieler. Wenn mein Partner Karo und Pik Bube gehabt hätte, hätte er übernehmen können und Trumpf abziehen können. So bleibt er jetzt erstmal unter, und jetzt muss ich natürlich auch nochmal wieder ein bisschen nachdenken. Soll ich den Spieler jetzt in Herz einspielen oder sogar in Kreuz? An sich ungünstig, er kann dann, ja, spiele ich in Herz ein, kann er wieder Kreuz oben von unten spielen, komme ich doch wieder ran. Irgendwann muss ich dann doch mit Pik antreten. Also denke ich, es ist nicht zu vermeiden, dass er seine Trumpf 10 verstechen kann, aber natürlich auf so wenig Augen wie möglich, und er muss jetzt natürlich an sich stechen. Ja, tut er auch, denn sonst kommt mein Partner hinten ran und zieht ihm die Trumpf 10 ab. Also wenigstens das haben wir hinbekommen, dass er da das Minimum nur eingesackt hat, und selbst wenn die Pik 10 im Keller ist, dürfte es jetzt an sich nicht reichen, da er eben auch jetzt nur noch das Kreuz Ass bekommt. Die Kreuz 10 bei mir, das Pik Ass noch bei mir. Ich glaube, das Spiel haben wir so ein bisschen ausgeguckt. Ja, und das dürfte auch der Grund sein, warum er jetzt überlegt. Er überlegt sich ja, ob er jetzt nochmal den siebten Herz spielen soll oder das Kreuz Ass. Aber das Kreuz Ass reicht ihm nicht, also entscheidet er sich hier für den Herz König. Gut, und den sollte mein Partner jetzt natürlich stechen. Ne, wenn er da jetzt Kreuz abschmeißt, kommt danach Kreuz Ass hinterher. Genau so ist richtig. Stechen. So, ich tue Kreuz 10 rein, übernehme jetzt Pik, Trumpf sind raus, spiele noch den letzten Pik hinterher. Da fallen noch die Bilder, und die machen den Sack jetzt natürlich zu. Also ein kleiner Rückschritt hier auch für Spieler 1. Ja, und damit zeigt sich, wenn du hier im Sumpf sitzt, wie wir drei an einem der hinteren Tische, dann ist es auch schwer, sich zu befreien. Also es ist hier keiner auf den grünen Zweig gekommen bisher. Jetzt versuche ich es hier nochmal in Mittelhand mit 18. Mit den berühmten 5 Vollen. Ja, ich finde den Kreuzbuben gar nicht mal so schlecht, aber die Kreuzdame ist natürlich wieder eine Karte, die ich an sich nicht haben wollte, denn Kreuz sollte an sich meine Beikarte werden, weil die so schön stabil ist mit Ass 10 König. Da hätte ich natürlich statt Kreuzdame sehr viel lieber den 5. Trumpf in Karo gefunden oder vielleicht noch ein Herz dazu, um dann den 4 Trümpfer zu spielen. Und jetzt ist es trotz der ganzen Vollen ein bisschen wackelig, da ich in Mittelhand sitze, da mir zwei Asse fehlen. Ja, und da kann man jetzt sicher den 5-Trümpfer-Kreuz machen, aber
Ich weiß nicht, ob es unbedingt das beste Spiel ist. Ich entscheide mich jetzt hier lieber für 20 Augen runter und den 4 Trümpfer in Karo. 20 Augen gedrückt, die beiden Asse sollen noch laufen, dann habe ich schon 4 volle. Und wenn es mir dann noch gelingt, die Karo 10 zu verstechen, auf Herz zum Beispiel, dann müsste das doch irgendwie reichen mit 5 vollen. So zumindest meine Idee. Ja, und richtig doof sitzen darf die Karte ohnehin nicht, deswegen schnibbeln wir hier auch erstmal in Pik, holen uns schon mal das erste Bild rein auf 34. Jetzt natürlich sofort das Kreuz Ass einmal hingezogen, auf 45 in dem Fall, denn sonst kann natürlich auf den letzten Pik, der noch unterwegs ist, eine blanke Kreuz Lusche fallen und dann läuft mein Kreuz Ass nicht mehr. Das geht also nicht. So, soweit also ein Spiel im üblichen Rahmen. Jetzt gucken wir mal. Ideal ist, ich komme in Mittelhand und kann auf den letzten Pik die Herz Lusche abwerfen. Passiert nicht. Erstmal wird Kreuz nochmal gestochen, aber jetzt kommt Pik Lusche. Da kann man sich doch irgendwie drauf, Pik König. Da kann man sich doch irgendwie drauf verlassen, dass diese Muster immer so funktionieren, dass die Gegner also, obwohl ich ja direkt mit dem Kreuz Ass auch ein bisschen verrate, dass ich trumpfschwach bin, nicht diese Herz Lusche erstmal abziehen. Also nicht erst nochmal eine Runde Herz spielen. Das wäre für mich natürlich deutlich unangenehmer gewesen, wenn dann der Pik König kommt. Denn so kann ich jetzt hier meine Trumpf 10 verstechen. Die Situation ist doch noch ein Tick unübersichtlich. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich den Kreuz König abschmeiße, aber dann denke ich, nee, danach wirst du die Trumpf 10 nicht mehr nach Hause bekommen. Ich steche hier, habe jetzt 55 liegen. So, und jetzt darf ich zwei Sachen natürlich nicht machen. Von oben spielen Trumpf, dann kriege ich womöglich die letzte Trumpf-Lusche, die unterwegs ist, und einen Buben nur auf 59, und Trumpf Dame ist auch keine gute Idee, denn wenn Spieler 1 rankommt, den ich nur noch auf Trumpf sehe, dann spielt er womöglich einfach Trumpf Lusche zurück, und da kriege ich wohl noch ein Bild dazu, aber dann verrecke ich hier auch auf 60. Also ich muss tatsächlich hier, soweit meine Analyse, den Kreuz König anbieten, auch wenn da natürlich das Herz Ass leicht drauf versenkt werden kann. Trotzdem sollte es mir garantieren, dass ich hier noch zwei Bilder mit dem Kreuzbuben am Ende einkassieren kann. Soweit alles wie gedacht. Da kommt die Trumpflusche, Pikbube noch draußen. Den tauche ich, denn der langt noch nicht. Und jetzt kriege ich hier das Bild und den Herzbuben auf 62. Also ja, der musste auch schon ein bisschen glücklich gestellt werden und glücklich laufen. Wenigstens haben wir hier mal den Kasten sauber gehalten und kein Beatspiel. Also einfaches Karo gewonnen auf 300 Punkte. Das geht ja bisher in diesen 12 Spielen, in diesem Mittelfeld. Allerdings, es ist eben schlicht ein wenig zu mager, wenn man die ersten 12 Spiele dazu rechnet. Hatte ich mir mehr von versprochen, aber du kannst ja nichts machen, wenn die Karte nicht mehr hergibt. Granghand wird hier wieder gespielt von Spieler 1. Und der hat hier wieder so ein Abklappspiel, also wunderbar. Geht vor allen Dingen schnell, kommt jetzt auch auf über 300, 336, 344. Haben alle mehr Spielpunkte als ich, obwohl sie beide ein Spiel verloren haben. Ja, aber kann man eben sehen, ich quäle mich ein bisschen mit den kleinen Spielen. So, meine Herren, letztes Spiel. Ja, und wieder nix. Wieder nix. Wobei, ein Tick Richtung 0 könnte man machen, ne? Könnte man machen. So, mit drei faulen Piken. Vielleicht liegt ja mal Pik 7 drin, oder wenigstens so ein paar rote Karten. Gut, aber als Null-Ouvert ist das kompletter Irrsinn. Also, den schenke ich mir. Dann darf Spieler 2 jetzt noch mal ran, und der hat auch noch mal einen Grang angesagt. Oh, Pik Ass bei meinem Partner. Okay, zumindest habe ich hier mal zwei stehende Pikstiche und einen Bubenstich auch noch. Ja, wenn er wieder nur so ein bisschen dünn auf der Brust ist, nur zwei Assfarben hat, also mein Partner noch ein Ass führt, dann könnte es sehr interessant werden. Aber Karo muss ich hier erstmal bedienen. Und Herz Dame sah natürlich auch nicht gut aus. Ja, ich muss hier alle vollen bedienen, Herz Ass bedienen, ja, dann muss ich die 10 natürlich auch bedienen. Okay, jetzt habe ich Rest, alles hochgespielt. Kreuz Ass kann ich verhaften, aber mein Gefühl sagt mir,
Hab jetzt nicht offen mitgezählt, aber rein vom Gefühl muss er zu Hause sein und so ist es auch. Gewinnt den Rang mit 66, also da haben wir das zweite Drittel hinter uns gebracht. Keine ganz spektakulären Ergebnisse, ein, zwei ziemlich interessante Spiele, aber unterm Strich hat es uns alle hier nicht nach oben katapultiert. Wir stabilisieren ein wenig das Ergebnis und das Wunder, was wir jetzt in den letzten 12 Spielen brauchen, also ich und die Leute, die wir hier an Tisch hatten, das wird noch ein wenig größer, aber gut, die Hoffnung stirbt zuletzt, von daher demnächst gibt es auch die dritte Serie. Bleibt also dran, macht's gut und wie immer, gut platt.